Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Gabe meinte, du hast schon in einem Restaurant gearbeitet. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Ja, wir haben ja gesagt, oder ich habe ja schon vermutet, dass wir aushelfen können. Gabes Geschichte zustimmen, ins Reine kommen. Was heißt denn ins Reine kommen in dem Zusammenhang? Ich weiß nicht, ob wir da schon mal gejobbt haben, aber ich, wenn der Gabe das erzählt hat, wird das wohl schon stimmen. Also, wir können ruhig helfen, finde ich. Vielleicht nicht ganz so lange. Aber ja, ich habe so einiges getan. Willst du eine Schicht? Vielleicht gefällt's dir ja. Klar. Alles klar. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Dass die alle so freundlich sind und sich so freuen. Voll cool. Mal, wie es läuft. Wirf einen Blick auf deine derzeitigen Ziele. Wo sind denn meine Ziele? My Blog. Da gibt es auch schon wieder neue Einträge. Ach, da haben wir auch noch nicht zu Ende gelesen. Da zu erledigen. Sieh nach Ducky und Dane. Sieh nach Steph. Und räume den Tisch weiter hinten ab. Ja, das hat er ja gerade gesagt. Das konnte ich mir gerade eben noch so merken. So, ihr beiden. Erstmal ansehen. Ich sollte beim Tisch vorbeischauen. Ja, dann. Kann ich euch beiden etwas bringen? Miss Chen! Endlich hier, um das Geheimnis zu lüften. Hi. Ich bin Reginald McAllister, der Dritte. Ducky nennen mich meine Freunde. Ehemaliger Unternehmer, jetzt im Ruhestand. Und diese junge Dame ist Diane. Hallo. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass... Dass wir alle wissen, dass du hierher kommst? Ja, Gabe verbreitet gern Freundlichkeit und Informationen. Du bist aus Portland, richtig? Ich bin vor 6 Monaten aus DC hergezogen. Und wie gefällt dir die Kleinstadt? Ja, irgendwie bizarr, irgendwie perfekt. Ja, ich finde auch, sie wirkt... Ja gut, bis auf die paar Zwischenfälle, ne? Aber sie wirkt fast schon perfekt. Also, weil irgendwie, weiß nicht, erstmal hat Gabe irgendwie Flugblätter von mir rumgegeben, dass jeder Bescheid weiß, dass die auch alle sofort sehen, obwohl, ich denke mal, Kleinstadt, man weiß dann, sie ist neu, sie sieht neu aus, kann nur sie sein. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, irgendwie perfekt. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll, aber es ist ziemlich perfekt. Es fühlt sich wie zu Hause an. Ich weiß, kenne ich. Ich dachte echt, ich würde es hassen. Dann sah ich die Berge, traf ein paar Leute und jetzt will ich nicht mehr weg. Diane ist Geologin und arbeitet seit kurzem als Prozessmanagerin für die Typhon Minengesellschaft. Ich bin froh, dass ich nicht der einzige Neuzugang bin. Kann ich euch vielleicht etwas bringen? Oh ja, wir sind super hungrig. Ich hätte gern einmal den Spezialbraten mit Pommes. Einen Cheeseburger mit Pilzen. Und mein übliches Getränk. Jet weiß schon Bescheid. Okay, ich gebe eure Bestellung weiter. Danke. Mein Dad war in der Armee. Alles klar. Neuer Dialog freigeschaltet. Und wir können die Emotionen von ihm angucken. Erstmal ansehen. Unter diesem Holzfällerbart steckt ganz bestimmt ein echt netter Kerl. Ja. Ja, das hat, denke ich, auch. Also, ich finde ihn bis jetzt sehr sympathisch. Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden. Er hätte Gabe mal mit Dad erleben sollen. Seitdem ist viel passiert. Ja, okay. Also er ist mehr so der Ruhige und so und möchte nicht, dass es Streit gibt. So, wir sprechen mal mit dem und damit wir die Bestellung nicht verpassen. Ich habe eine Bestellung von Ducky und Diane. Schieß los. Das war der... Burger mit Pilzen. Ein Burger mit Pilzen. Okay, und? Vergessen, ja.
Otto? Nee, der Spezialbraten mit Pommes war's, meine ich. Ein Spezialbraten mit Pommes. Und, will Ducky das Übliche? Ja, will er. Er mag einen ganz bestimmten Roggenwhisky. Ich habe eine Flasche nur für ihn. Cool. Das ist komisch. Ich sehe sie nicht. Oh, Moment mal. Ich wette, Ducky hat die Flasche gestern mit nach oben genommen. Er und Gabe haben nach Ladenschluss weitergebechert. Oha. Ach ja? Ja, das geschieht ihm recht, wenn du mich fragst. Aber geh ruhig hoch und such danach. Er wäre sicher dankbar. Oh, falls du sie nicht finden kannst, Deputy Pike war auch dabei und weiß vielleicht was. Normalerweise ist er um diese Zeit hier. Er kommt bestimmt bald. Alles klar, aber ich glaube... Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich schon weiß, wo er ist. Ich meine, der stand auf dem Tisch. Aber wir können ja erstmal hier Emotionen und so. Oh, es da. Elvin ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Es wird es hoffentlich bald für uns. Okay, sie hat mich angelogen. Sie hatte mir gesagt, es fühlt sich wie zu Hause an. Aber ich kann nur sie, ihn kann ich leider nicht. Schade. Greifen ist keine schlechte Firma. Sobald man sich eingewöhnt... Oh, ist das wirklich Ryan? Oh, schön. Süß. Ja, das versuchen wir ständig alle einzureden. So, hier ist nochmal ein Wahlhinweis. Abstimmung. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratsversammlung stattfinden, um eine 1-Maßnahme zu bestimmen. Diese Maßnahme beantragt den Verlauf von Grundstücken über nicht mehr als 20... Achso, eine. Ah, 20, morgen. An die Taifun-Minengesellschaft zur Eröffnung eines Tagebaus. Sowohl der Erlös durch den Verlauf als auch Verkauf als auch nachfolgende Grundstücksteuern fließen in das Budget von Haven Springs und werden gemäß des Standardsvorgangs aufgeteilt werden. Weitere Informationen gibt es im Rathaus. Bitte sprechen Sie mit meinem Stadtrat, falls Sie weitere Fragen haben sollten. Okay. Also das mit der Mine scheint ein ganz großes Thema zu sein. Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Oh ja. Haven Springs und die umliegende Wildnis. Skitouren gehen nur mit Genehmigung. Wanderwegkarten in der Ranger-Station erhältlich. Für Klapperschlangenbisse wenden Sie sich bitte an Ryan. Für Klapperschlangenkurse wenden Sie sich auch an Jet. Okay, Jet ja, ist der Bruder wohl dann. Ich weiß, wie sie die Firma führen ist. Ich weiß nicht. Hier ist noch ein Hinweis. $45 für die Chance, von einem Bären gefressen zu werden. Yay, schön. Das zahlt man doch gerne. Ach nee, Angeln und Großwildjagd. Ah. Okay. Das heißt, wenn man jagen will, muss man eine Gebühr bezahlen. Oder? So, die Steph hat einen kurzen. Das sieht radioaktiv aus. Ja, das stimmt. So. Nachsehen, ansehen. Was machen wir als erstes? Sollen wir erst die Flasche suchen oder uns erst um die anderen Gäste kümmern? Da ist noch eine Visitenkarte. Mein Gott, hier ist so viel. Das ist das Mädchen aus dem Plattenladen. Steph. Okay. Wir gucken erstmal, was sie will. Alex, oder? Ich bin Steph. Hey, willst du was essen oder trinken? Nein, ich brauche nichts. Aber danke. Tut mir leid, dass ich im Plattenladen nicht quatschen konnte. Setz dich doch hin, dann quatschen wir jetzt. Ja, nun, wir sind ja jetzt hier zum Arbeiten.
Mit wem sitzt du hier? Woran arbeitest du? Ist das dein kurzer Zurück an die Arbeit? Mit wem sitzt du hier? Also bist du mit jemandem hier? Oder? Das ist Ryans Zeug. Hat mich für Gabe sitzen lassen. Sie holen einen Verbandskasten. Er spielt wieder den Helden. Ryan macht das jedes Mal. Liegt wohl in der Familie. Hast du von Jets Rettung gehört? Das war eine große Sache. Als er noch in der Mine war, rettete er... Ich glaube ja nicht. Alex freut sich sicher auf viele Haven-Infos. Sorry, Jet. Er gibt nicht gerne damit an. Aber wenn du dich umsiehst, findest du überall Infos dazu. Interessant. Cool. Also da lief ein ganz großes Ding mit einer Rettung von Jet. Oder Jet hat gerettet. Oder, wir werden es schon noch herausfinden. So, woran arbeitet sie denn so? Ist das die Liste aller Platten? Nein, das ist mein Charakterblatt. Weißt du, was ein Lab ist? Ich habe den Begriff schon mal gehört. Live-Action-Roleplay. Es ist wie ein Tabletop-Rollenspiel, aber im echten Leben. Kostüme, Schaumstoffwaffen, Zaubersprüche. Echt genial. Gabe und Ethan haben über ein LARP gesprochen. Ja, das ist nächste Woche. Sie fahren mit mir hin. Ist ihr erstes Mal. Ich bin voll aufgeregt. Meinst du, du wärst irgendwann auch mal dabei? Ich probier's aus. Keine gute Schauspielerin. Ja klar, bin ich mal dabei. Klar, ich probier's aus. Wenn du und Gabe es mögen, muss es richtig Spaß machen. Mega. So, ist das dein kurzer? Übrigens, so ganz nebenbei, ne? Die Steph. Ist das die Steph, die wir schon aus anderen Teilen kennen? Fragezeichen, das ist mir von Anfang an schon aufgefallen. Nur halt irgendwie, ein paar Jahre später. Also sie wirkt so, sie sieht so aus oder hat extrem viel Ähnlichkeit. Und sie mag Rollenspiele. Schauen wir mal, ob wir da auch wieder einen Zusammenhang zu den anderen Teilen finden. So, aber erstmal ist das hier dein Kutzer. Ist das dein Shot? Was ist das? Das ist verzauberter Kiwi-Schnaps. Den bestellt sonst niemand, also bringt Gabe ihn mit dem Jukebox-Game unter die Leute. Das Jukebox-Game? Es ist wie eine Kurzversion von Wer bin ich? Nur hier geht es um Songs. Wer falsch rät, der trinkt einen Shot. Ryan und ich wollten spielen. Spielst du für ihn? Ach du heilige Scheiße. Nein, danke, die Wette gilt. Ja klar, ich bin voll die Musikexpertin und okay. So. Okay. Yes. Also, ich wähle einen Song aus, du bekommst 5 Ja-Nein-Fragen und dann musst du ihn erraten. Okay. Ach du Scheiße. Worauf habe ich mich da eingelassen? Hab einen. Jetzt bist du dran. Also, was willst du mich fragen? Wenn ich sie durchgehe, fällt mir bestimmt eine gute Frage ein. Fragen zu Liedtiteln, Fragen zu Bandnamen, Fragen zum Cover, persönliche Fragen. Ach du Scheiße. Wir müssen jetzt echt das Lied erraten. Okay, dann fragen wir erstmal zu dem Cover vielleicht. Ist der Bandname auf dem Cover? Ja. Okay, der Bandname ist auf dem Cover. Dann fallen die ja dann schon mal raus, die keinen Bandnamen haben. Hallo? Ach so.
den Namen einer Person, ein Wort, ein Symbol. Wir fragen mal nach Symbol. Enthält der Bandname ein Symbol? Etwas, das nicht nur ein Buchstabe ist? Oh. Ja. Voll. Cool. Oh Gott. Also Bandname ist drauf und nicht nur ein Symbol. Gott, das sind aber viele. Oh, wir sind hier durch. Wir machen doch noch mal Fragen zum Cover. Bandname ist auf dem Cover, hatten wir ja schon. Wir fragen mal nach Tier. Ist ein Tier auf dem Cover? Nein, keine Tiere. Ach, schade. Einige davon sind echt süß. Voll, oder? Zwei okay. Fragen hast du noch übrig. Der Name ist drauf. Und es ist kein Tier. Oh Gott. Frag mal zu den Satzzeichen. Vier Wörter oder mehr, Schimpfwort. Irgendwelche Satzzeichen? Gibt es Satzzeichen im Songtitel? Nein. Okay. Letzte Frage. Ja. Ist ja gut, ich weiß ja. So. Ja, aber da sind doch überall Satzzeichen, oder? Oder meint sie das nicht? Oh Gott. Da ist ein Tier drauf. Da ist der Bandname nicht drauf. Sie hat gesagt, keine, ne? Also das auch nicht. Da ist ein Tier. Sind Menschen auf dem Cover? Nein. Ja, nein. Damit wären es 5. Wie lautet dein Tipp? Ja. Lass mich noch einen letzten Blick darauf werfen. Fassen wir zusammen. Der Bandname hat ein Symbol. Keine Satzzeichen im Songtitel. Keine Tiere auf dem Cover. Keine Menschen auf dem Cover. Der Bandname ist auf dem Cover. Du meinst, das reicht, um es zu lösen? Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Keine Menschen auf dem Cover. Aber der Bandname. Keine Tiere. Okay, also ich würde auf das hier tippen. Ich habe keine Ahnung. Wiederholen wir nochmal. Der Bandname hat ein Symbol. Keine Satzzeichen im Songtitel. Keine Tiere auf dem Cover. Keine Menschen auf dem Cover. Der Bandname ist auf dem Cover. Weil sie bei Menschen hat sie so... Nein, ja, nein. Und ich glaube... Sie war am Überlegen, weil das ja irgendwo doch so ein Skelett ist, so eine Art, aber man kann es nicht mehr als Mensch oder Tier oder sowas bezeichnen. Also ich glaube schon, dass es das ist. Ist es der? Nein, ist falsch. Ach, schade. Sorry. Schade. Okay. Dann her damit. Nicht so übel, wie er aussieht. Naja. Wie war's? Wunderbar. Krass, der schmeckt ja sogar. Ach. Solltest du probieren. Sollte sarkastisch sein.
Hey, danke fürs Spielen. Hat echt Spaß gemacht. Mir auch. Ich sollte jetzt weiterarbeiten. Okay. Sonst bin ich noch am Ende total betrunken. Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Ja, machen wir schon noch. So. Das hat echt Spaß gemacht. Können wir die jetzt auch benutzen? Dann möchte ich den Titel jetzt aber hören. Song spielen. So, da liegt noch eine Visitenkarte. Ich mache hier irgendwie alles durcheinander, habe ich das Gefühl. Das ist echt mega. Danke fürs Nachhausefahren, Pike. Du bist der netteste Kopf aller Zeiten. Dein Ding. Hey, toll, und das war ja was. Pike ist ein lustiger Name. Pike heißt Hecht, oder? Officer Hecht. Jason. Pike ist mein Nachname. Oh mein Gott, schneit es etwa? Ja, tut es. Okay. Also irgendjemand hat da irgendjemanden nach Hause gefahren, also der Polizeichef. So, was ist mit dem Bergarbeiter? Ich wurde verwarnt, weil mein Handy an war. Hat es nicht mal bei mir. Aber es muss wohl in meinem Schließfach vibriert haben, als es von vorne anzufangen ist. Verflucht, ja, feuchterregend also, und weh. Wem sagen Sie das? Sicherheit. Verstehe ich. Aber wir sind nicht bei der CIA oder so. So, das haben wir schon angeguckt. Wer ist das hier? Oh, Erste-Hilfe-Kasten. Mit dem können wir nicht reden. Schon mal was von Tetanus gehört? Ich hoffe, Ryan ist besser ausgestattet. Ich weiß. Okay, der ist wohl Anno irgendwas. So, hier hatte ich noch eine Ankündigung gesehen. Gabe, tu einfach, was dein Boss sagt. Reparieren, einfach etwas krüttelt. Flugscheiße, wieder der verfluchte Hahn. Die repariert es für 100, ich mach's für 500. Miete, nee, repariert. Okay. Aha. So, was haben wir hier noch? Hi, Jet. Den hatten wir schon, ne? Und hier komme ich nicht weiter. Kann ich mir trotzdem die Speisekarte angucken von hier? Ah, das ist so ein bisschen buggy hier. Okay, hier geht's nicht. Vielleicht von der anderen Seite dann. So, und hinten müssen wir auch noch die Tische abräumen und wir müssen den Whisky noch finden. So, jetzt aber hier, eine Speisekarte. Mit Wild und Lauch. Klingt lecker. Yum, yum. So, hier ist noch ein Flugblatt. Oh, hey. Jemand hat einen Kurs über mein Leben entworfen. Was? Radikale Akzeptanz. Dankbarkeit mitten im Chaos finden. Neuer Kurs beginnt am 6.4. Schätze aus Tibet, okay. So, aber sie sagt ja, irgendwas hier muss mir weiterhelfen. Willst du Ende der Woche immer noch wandern? Das ist ja von gestern. Okay, es war Colonel Ducky auf Gabes Couch mit einer Flasche. Mhm. Ja, und ich bin mir sogar sicher, dass ich die Flasche da auf dem Tisch gesehen habe, wo die Couch ist oben. Ist das nur ein Loch? Alter, ich frag mich, ob die Kugel noch da drin ist. Hier schoss Jack Henry wegen 4 Assen auf William Porter und bezahlte mit seinem Leben. Oh Gott. Und das eingerahmt. Wie geil. Einfach nur ein Rahmen an der Wand. Sprengkapseln? Die sind bestimmt für die Bergarbeit. Sprengkapseln, trocken halten, bla bla bla. Hochgefährlicher Zünder für schnelle Detonation. Vorsichtig, bla. Wieso liegen die denn hier einfach rum? Vielleicht gehe ich irgendwann in den Zirkus, wenn ich besser mit Menschenmengen umgehen kann.
Okay, wilde Bestien, Akrobaten, Großtaten der Stärke. Aha. Bewertung. Ungewöhnlich freundliche Bedienung? Nicht schlecht, Brüderchen. Wochenende in Boulder. Ich meine, Black Letter. Eine Kneipe, wie sie sein sollte. Cool. Essen hat 3,7 Sterne, Punkte, wie auch immer. Einrichtung 4,2. Bedienung 4,9. Wow. Eine Speisekarte vollgängiger Kneipengerichte, die gekonnt zubereitet werden und unter denen sich gelegentlich außergewöhnliche Spezialgerichte befinden. Diese werden durch ungewöhnlich freundliche Bedienung, Service und unterhaltsame Gäste zu einer Kunst erhoben, die ein einzigartig erbauliches Erlebnis schaffen, das die lange Fahrt ins entlegene Haven Springs, Colorado, wert ist. Ja, cool! Die läuft richtig gut, die Kneipe hier. Gute Bewertung. Brüderchen macht sich gut. Jetzt haben wir hier noch eine Zeitung. Ist irgendwas, das diese Frau nicht kann? Diese Frau, Colorado Canvas von Jessica Martin. Wer ist denn Jessica Martin? Als ich Charlotte Hammond letzten Monat in ihrem Studio traf, waren sowohl sie als auch ihre Kaffeetasse mit Farbe bedeckt. Ja, ich bin ein Klischee, strahlte sie, während sie mich zu ihrer neuesten Kreation führte. Ein wunderschönes Porträt der örtlichen Geschäftsinhaberin Eleanor Leith. Teils Ölgemälde, teils lackiertes Bouquet. Wenige Oberflächen in unserem Haus sind frei von Farbe. Mir ist das recht, fuhr sie fort. Sie sind wahrscheinlich dank der Kommission des Stadtrats zur Dekoration des Fußwegs von der Hauptstraße vertraut mit Frau Hermanns Werk. Das riesige Wandgemälde, passend betitelt Haven Springs, fängt unsere kleine Ecke der Erde in den Bergen Colorados ein. Es war so eine wunderbare Erfahrung, erinnerte sich Frau Hammond. Alle unterstützten mich bei der Arbeit und Jet hat im Prinzip monatelang meine Familie mit Essen versorgt, was großartig war, denn die Lettern macht die besten Burger in der Stadt. Das können Sie ruhig drucken. Jetzt strebt Frau Hammond danach, ihre Verbindung zu Haven Springs zu vertiefen und ein Geschäft zu öffnen. Keine leichte Aufgabe für eine arbeitende Künstlerin. Okay, also die Charlotte ist wohl wirklich, wirklich gut drauf. Künstlerin durch und durch, bekannt, geliebt. Überall hat sie ihre Finger im Spiel. So, wollen wir denn jetzt eben die Tische noch abräumen? Oha. Scheiße. Vielleicht jetzt doch nicht. Jetzt hat Mac Angst. Mac hat wenigstens Angst vor uns. Dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Okay, wir lassen den erstmal in Ruhe und gehen nach oben die Whiskyflasche holen. Ich bin da nicht so auf Konfrontationen irgendwie geradeaus. Treppe hochgehen. Also die Whiskyflasche sollte ja wirklich auf dem Tisch an der Couch hinten stehen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Hinweise hätten finden können. Ich glaube, vorne haben wir jetzt alles durchsucht. Gesprochen haben wir auch mit den meisten. Okay, sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde. So, aber ich meine tatsächlich, die hier auf dem Tisch gesehen zu haben. Hier stand jedenfalls eine Flasche. Aber die scheint es nicht zu sein. Gut. Dann weiß ich's doch nicht. Also, er saß auf der Couch. Wenn Ducky gestern auf der Couch eingepennt ist, könnte die Flasche hier sein. So, dann suchen wir da mal. Da, die Flasche meinte ich eigentlich. Okay. In der Couch. Auch gut. Wo man so Whisky fallen lässt. So. Nehme mit. Haben wir gefunden. Sehr schön. So, und wenn wir das gemacht haben, müssen wir ja den Tisch da hinten abräumen. Das heißt, wir müssen ja irgendwie an dem, wie hieß er? Mac? Mac, ne? An dem Mac vorbei.
Den habe ich oben gefunden. In Gabes Couch. Wirklich? Na sowas. War wohl eine wilde Nacht. Vielen Dank, Alex. Legt ein gutes Wort ein. Gern geschehen. Aber gern geschehen, Ducky. Darf ich eingießen? Oh nein, nein. Die Ehre gebührt mir. Auf Miss Gott, Alex Kent, aber jetzt die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Oha. Erst dieses grüne Zeug, jetzt noch der Whisky hinterher. Ja, yummy. Miss Chen? Mein Dad war in der Armee. Okay, jetzt sind wir betrunken genug, um da den Tisch abzuräumen, würde ich sagen. Vielleicht können wir unsere Emotionen jetzt ein bisschen verheimlichen. Oh Gott, meine Lieben. Wir gucken uns erstmal hier in der Ecke um noch ein bisschen. Jet ist ein echter Held. Okay, selbstloses Dienen. Übergeben aller Dank, voller Dankbarkeit an Jet Lucian. Für unerschütterlichen Mut und herausragenden Pflichteifer bei der Rettung der 19 Leben seines Teams. Rotary Club von Haven Springs 2008. Okay. Also, er möchte nicht drüber reden direkt und als Held gefeiert werden, hat aber überall irgendwie so Medaillen aufgehängt oder was? So, hier ist noch ein Newsletter. Haven meint es ja ziemlich ernst mit diesem Fest. Nur noch zwei Plätze verbleibend im Brotbackwettbewerb. Es verbleiben nur noch zwei Plätze im Brotbackwettbewerb des diesjährigen Frühlingsfests. Das Thema dieses Jahr ist Samen und Nüsse. Interessenten an der Teilnahme sollten so schnell wie möglich Isabel unter der Nummer anrufen. Der Gewinner letztes Jahr war Peter Govers mit einem Knoblauch-Asiago-Brot. Okay. Taifen Minengesellschaft Sponsor Tombola für Karibik-Kreuzfahrt. Punkt. Glaube ich. Das Frühlingsfest bietet dieses Jahr wieder eine Tombola und der Hauptpreis ist eine 7-tägige Kreuzfahrt in die Karibik. Flug inbegriffen. Der Preis wurde von der Taifen Minengesellschaft gespendet. Einnahmen der Tombola gehen an die Feuerwache von Haven Springs und die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Lose können vorzeitig im Rathaus gekauft werden oder auf dem Frühlingsfest. Also es ist sehr, sehr auffällig, finde ich, dass diese Minengesellschaft hier unwahrscheinlich viel sponsert und bla bla bla. Die wollen ja, wie wir erfahren haben, so eine zweite Grube oder sowas aufmachen und machen da Sprengungen und alles. Und ich glaube, dass die versuchen, die Bewohner dieses süßen kleinen Städtchens zu beruhigen, indem die halt Geld in die Stadt pumpen. So sehe ich das jedenfalls.